Luxusbedingungen für den Rekordmeister. Bayern München bereitet sich wie gewohnt in Katar auf die zweite Saisonhälfte vor. Fußballtraining unter Palmen. Weit weg vom ungemütlichen Schmuddelwetter in Deutschland. Das gefällt auch den Profis. Gelöster könnte die Stimmung zum Auftakt des Trainingslagers kaum sein. Und jetzt in diesem Moment, wir sind sehr, sehr ruhig, relax. Es ist kein Druck in diesem Moment. Wir haben das nächste Spiel in 3 Wochen. Wenn das passiert, wenn wir sind, während des Wettbewerbs, wir sind mehr Abstand. Für Trainer Pep Guardiola sind die ersten Wochen des Jahres immens wichtig. Bei aller guten Laune lässt der Spanier seine Schützlinge auch ordentlich schuften und schwitzen. Normalerweise während der Saison, du spielst jeden 3 Tage, du hast keine Zeit, um uns zu trainieren und analysieren, warum wir haben. Es ist Regeneration, Spiel. Und du hast weniger Zeit, um uns zu trainieren. Hier haben wir ein bisschen mehr Zeit, für ein bisschen Bewegung unserer Verteidigung oder Angreifen oder Mittelfeld spielen. Bis zum 17. Januar hat Guardiola in Doha Zeit, jeden Mannschaftsteil genau unter die Lupe zu nehmen und an den Stellschrauben zu drehen, damit die gute Laune bei allen Beteiligten auch in der zweiten Saisonhälfte anhält.